Genflix präsentiert nach Saarland, ein Land so groß wie das Saarland. Jetzt das Super-Serien-Event des Jahres. House of Niedersachsen. Noch nie war Macht so sexy. Hallo zusammen. Noch nie hat sich eine grüne Laiendarstellerin so in den Vordergrund gedrängt und dabei eine Regierung gestürzt. Ich sehe meine politische Zukunft in der CDU. Noch nie wurde so lange in Städten wie Wolfsburg gedreht. Und noch nie gab es eine Serie mit so vielen Pferden. Politikern auf Pferden. Politikern vor Pferden. Und Pferden in Pferden. Sehen Sie Stefan Weil in seiner Paraderolle als Rosenverkäufer und Ministerpräsident mit Sätzen für die Ewigkeit. Bei Streusel kann ich echt nicht widerstehen. Und seinen Herausforderer Bernd Althusmann, den Mann, den Sie Althusmann nannten. Ich heiße Bernd Althusmann. Im Kampf um die Macht in Niedersachsen sind Sie bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Ohne Mampf kein Kampf, eine alte Regel der Arbeiterbewegung. Doch können die beiden Grußonkel auch den Kampf gegen das mächtige Imperium aus Wolfsburg mit seinem fiesen Imperator und der dunklen Seite der Macht gewinnen? Ich denke, dass wir die 2 Jahre zur Selbstbesinnung benutzt haben. Glänzende Metropolen. Geile Autos. Schillernde Stars und richtig gute Schauspieler gibt's in House of Niedersachsen zwar nicht, aber dafür, wie gesagt, ganz viele Pferde. House of Niedersachsen, immerhin nicht Sachsen.